schneller Tipp zum dünnflüssigen Cyanacrylatkleber. Am besten ist, wenn man sich in der Apotheke einige Einwegkanülen besorgt und die dann zum Dosieren verwendet. Das geht wunderbar, vor allem wenn man Scharniere kleben muss oder so, damit man hier sehr fein auftragen kann. Sollte sich das mal verkleben und verkrusten, der Vorteil dieses Klebers ist, dass er wegbrennbar ist. Man kann das mit einem Feuerzeug anzünden und das entsprechend wegbrennen lassen. Noch ein bisschen extra erwärmen. Danach abwischen und der Kleber fließt wieder. Vielleicht noch mal das sehen kann.